Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Voice of Peace Bundle von Kaelus Mohr. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Voice of Peace von Kaelus Mohr. Das Ganze erscheint am 13. September. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Ja, wie man erkennen kann, ist das Ganze recht schlicht gehalten, wie bei den meisten Bundles. Also wir haben hier einfach einen flachen Karton, der rundum in diesem klassischen Braun gehalten ist. Wir werden das Ganze mal hier aufschneiden und uns dann im Detail ansehen. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal ein Shirt, dann haben wir die EP, 1-2 Kuverts mit Stickern, eine Autogrammkarte, ein Poster und einen Hinweis für dieses Shirt. Okay, so, dann packen wir das Ganze mal zur Seite, machen den Karton wieder zu. Weg. Und dann machen wir auch die Sachen hier noch zur Seite und starten dann wie immer mit dem Album, beziehungsweise in diesem Fall mit der EP. So, nachdem diese noch in Folie ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie schneiden. Jawohl. Also, so sieht das Ganze aus. Das ist die EP, die Voice of Peace EP von Kaelus Mohr. Wir lesen hier oben einmal den Interpreten, dann hier unten den Titel der EP und dann haben wir hier ein Schiff, das in stürmischen Gewässern unterwegs ist. Also hier scheinbar mitten im Meer und auf diesem Schiff lesen wir dann auch nochmal Voice of Peace und hier oben haben wir auf dieser Fahne dann noch die Friedenstaube. Was es genau mit diesem Titel und mit diesem Cover auf sich hat, dazu kommen wir dann ein bisschen später noch, erkläre ich euch dann noch die Hintergründe. So, das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier haben wir dann noch ein Zitat, ich habe es versucht, von A.N. Genau, dazu kommen wir dann noch. Auf der Seite lesen wir auch wieder Kaelus Mohr Voice of Peace EP. Das letzte Album ist ja schon etwas her, das war dieses hier, Alchemist 2017. Und jetzt mehr als zwei Jahre später kommt also diese EP. Wir haben hier insgesamt 7 Tracks mit drauf und wir haben Features, 2 Stück auf dem Track Wir Könnten. Und zwar sind das Features von Morgane und Aeon. Ansonsten 6 Solo-Tracks. Hier unten haben wir dann noch die Infos, also digitale Dissidenz, das Label und dann einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. So sieht das aus. Also hier haben wir einmal den Interpreten abgebildet, Kaelus Mohr. Was lesen wir hier? Voice of Peace ist ein musikalischer Blick in meine Seele, ohne Filter, ohne Masken, Licht und Schatten. Jeder Moment ist ein Teil vom Mosaik, das mein Selbst ergibt. Ich entdecke täglich neue Stücke, helle und dunkle, keines möchte ich missen. Okay, also das ist so ein schöner Einstieg, so eine Widmung zum Album. Was lesen wir unten noch? Okay, also die Credits zum Foto. Dann schauen wir mal hinein. Jawohl, so stelle ich mir ein Booklet vor. Wir haben hier die Lyrics der gesamten Tracks abgetippt. Sehr schön. Also hier kann man wirklich Wort für Wort mitlesen, nachlesen, mitrappen, was auch immer. Also hier ist wirklich jeder Song Wort für Wort erfasst. Gefällt mir gut. Hier unten sehen wir dann auch wieder diese Wellentürme. Und zum Abschluss gibt es noch eine umfangreiche Danksagung. Die werde ich euch an dieser Stelle jetzt in der ganzen Länge ersparen. Ihr könnt das natürlich kurz anhalten, das Video, und euch das hier im Detail durchlesen. Dann haben wir ein Mikrofon und hier lesen wir noch, die Musik ist nichts ohne ihre Hörer und Supporter. Darum gehört sie uns allen. Ja. Schöne Message und zum Abschluss gibt es noch hier die Internetadresse plus die Adresse zum Shop und nochmal die Foto-Credits. Jawohl, dann packen wir das Booklet wieder zurück. Also wie wir gesehen haben, ein sehr textlastiges Booklet.
Dann haben wir die CD, die EP-CD, so sieht das aus. Also auch hier wieder dieses Schiff in diesen stürmischen Gewässern. Und dahinter auch nochmal die hohen Wellen des Meeres. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal ein Shirt. Das Ganze in weiß gehalten und hier dann in schwarz-weiß ein kreisrunder Aufdruck. Voice of Peace lesen wir auch hier wieder. Es ist also das Cover nur kreisförmig und eben in schwarz-weiß. Die Rückseite ist blank-weiß und wir haben es hier zu tun mit einem Earth Positive Climate Neutral. Okay, also das ist eine der seltenen Momente, wo wir kein B und C oder Fruit of the Loom oder Gilden oder sowas vorfinden, sondern wirklich ein, ich sag mal, nachhaltig produziertes Shirt. In der Größe M, die Größe war damals frei wählbar, von S, glaube ich, bis 5XL sogar. Ich habe mich in diesem Fall wie immer für M entschieden. Und jetzt schauen wir nochmal, auf welche weitere Hinweise finden. Jawohl. Also, was lesen wir hier? This Earth Positive Product was manufactured solely using renewable green energy from wind and solar power. Okay. 100% organic cotton, also 100% Biobaumwolle, CO2-neutral produziert. Dann haben wir noch ein Siegel von Fairwear und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und dann haben wir hier noch die Waschhinweise und es ist in diesem Fall Made in India. Grüße gehen raus. Also beachtlich, dass man hier so ein Shirt reinpackt und nicht einfach so ein 0815 Fruit of the Loom oder ihr kennt die anderen. Also, schönes Shirt. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte, die sieht so aus, auch hier wieder das Cover im Querformat, dann mit silbernem Stift hier unterschrieben, Killers, also der Rapper Killers More. Auf der Rückseite haben wir dann Fair Fashion. Also es dürften die sein, die hier seine Shirts, unter anderem eben auch das für dieses Bundle, produzieren. Okay. Relativ dünn die Autogrammkarte, muss ich ehrlich sagen. Also die ist eher so, ja, etwas stärkeres Papier, kein richtiger Karton oder nicht so eine dicke Autogrammkarte. Aber ja, dafür auf jeden Fall persönlich unterschrieben. Was wir auch noch dabei haben, zu diesem Shirt zugehörig, einen kurzen Text, eine Waschanleitung für Siebdruck. Okay, also einfach hier für euch zur Info, wenn ihr das Ganze waschen wollt, dass da nicht irgendwie der Druck darunter leidet. Okay, also im Prinzip kann man sagen, auf links drehen, mit 40 Grad waschen. Ja, okay, und entsprechend nicht bügeln auf diesem Druck. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und jetzt kommt die Erklärung, die ich euch schulde zum Albumtitel, beziehungsweise zum Cover und dieser ganzen Hintergrundgeschichte. Also, hier haben wir das Cover. Es ist wieder im rechteckigen Format, also wie auch die Autogrammkarte hier gestaltet. Allerdings hier mit einem Zusatz, der auf dem regulären Cover und auf dieser Autogrammkarte nicht zu sehen war. Und zwar lesen wir hier nicht nur Voice of Peace, sondern wir lesen hier einmal Peace is the word from somewhere in the Mediterranean. Also Frieden ist das Wort ja, irgendwo aus dem Mittelmeer. Und dann lesen wir hier noch Voice of Peace in Memoriam AB Nathan. Und genau um diesen geht es hierbei. Denn dieser Mann, also in Memoriam, das heißt so viel wie in Erinnerung an oder in Gedenken an, kommt aus dem Lateinischen. Und es geht eben genau um diesen Herrn, um diesen AB Nathan. Der war ein bedeutender Friedensaktivist, der ist 2008 leider verstorben. Und er hat sich mehr oder weniger sein ganzes Leben für den Frieden eingesetzt. Unter anderem das, was wir hier sehen, dieses Schiff, war seines. Das war so ein mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen Piratenschiff, aber es war ein Schiff mit einem Piratensender. Und zwar hat der eben einen Radiosender auf diesem Schiff gehabt und mit dem übertragen. Und von Bord dieses Schiffes hat er in internationalen Gewässern gearbeitet.
und seinen Radiosender eben betrieben. Und er setzte sich nicht nur mit diesem Radiosender, aber generell in seinem Leben sehr stark für den Frieden ein, unter anderem auch sehr stark für die Verständigung zwischen Israel und Palästina. Ja, und A Voice of Peace ist der Name seines Radiosenders, daher auch der Name der EP und daher auch der Name hier auf dem Schiff, Voice of Peace. Das war der damalige Radiosender, den es heute leider nicht mehr gibt. Ja, das als kleine Hintergrundinfo für euch. Und deswegen steht dann auch hier, ich habe es versucht, A.N. Also A.N. ist eben Abi Nathan und ich habe es versucht, ist eines seiner Zitate, das er gegen Ende seines Lebens gesagt haben soll. Also er hat quasi sein Bestes versucht, sich für den Frieden einzusetzen. Gut, und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann hier noch zwei Kuverts und diese sind randvoll mit Stickern. Und zwar, warum ist das Ganze auf zwei Kuverts aufgeteilt? Dieses Bundle beinhaltet zwei sogenannte Sticker-Packs. Wir haben einmal ein Sticker-Pack des Rappers, also wir haben hier Sticker von Kill Is More. So sehen die aus, in verschiedenen Formaten, hier rechteckig, dann hier sogar mit QR-Code, Hochformat, dann hier dieses Logo, das wir noch vom Alchemist kennen, vom Alchemist-Album, quadratisch, rechteckig, TV, totale Verblödung, eine Friedenstaube, Weltfrieden, Frieden hier im Facebook-Design. Also ihr seht schon hier jede Menge verschiedene Motive, viele einzeln, manche aber auch doppelt. Hier zum Beispiel Fuck War doppelt. Dann haben wir hier so diverse Schlagwörter, die man alle hier auch mit diesem QR-Code finden kann in seinem Video. Und dann haben wir noch zweimal eine Friedenstaube, kreisförmig. Ja, was hat es mit diesem QR-Code auf sich? Also, falls ihr den mal scannen wollt, ist die Frage, ob das hier in diesem Video funktioniert. Dieser QR-Code führt euch zu einem seiner Videos, und zwar Leben und Tod des Imperialismus. Kann ich jedem nur empfehlen. Auf jeden Fall eines der krassesten Videos oder generell einer der krassesten Deutschrap-Tracks, die ich je in meinem Leben gehört habe. Absolute Empfehlung. Dann kommen wir zum zweiten Sticker-Pack. Also wir haben, wenn ich richtig gezählt habe, hier 15 Stück drin. Und dann haben wir noch ein zweites Sticker-Pack in diesem zweiten Kuvert. Und dieses hier nennt sich Mixed Voices Sticker-Pack. Bedeutet, wir haben hier Sticker, die jetzt nicht direkt von Kill Is More sind, sondern von Leuten aus seinem Umfeld, aus seinem Netzwerk, von Freunden, von Organisationen und Sachen, mit denen er einfach kooperiert. Also hier haben wir Free 21, Human Connection, nochmals Human Connection, Gruppe 42, was haben wir da noch? Sender FM, so, Idealism Prevails, Mut der Film, Frieden Total, Democracy Deutschland, Vielfalt und Frieden KenFM, dann nochmals KenFM, Leichter als Luft von Florian Kirner, dann hier Deutsch-Russische Freundschaft, Druschba, Nur Wieso, Stopp Rammstein, Lernart, Pax Terra Musica und Rubicon. Also jede Menge Sachen, jede Menge, ja, Unternehmen, Medien, alles Mögliche hier vertreten, die eben mit Kill Is More mehr oder weniger eine Freundschaft verbindet oder eine Kooperation. Und davon haben wir dann auch nochmal 18 Sticker hier mit dabei, um die Stadt damit zu verschönern. Also insgesamt 33 Sticker, wenn man jetzt diese beiden Sticker-Packs hier zusammenzählt. Einmal Mixed Voices Sticker-Pack mit 18 und einmal das Kill Is More Sticker-Pack mit 15. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigten Sticker-Packs, wie gesagt, 18 und 15 Sticker, kommen wir auf insgesamt 33 Stück. Dann das Poster hier im Querformat, das dürfte wohl A2 sein. Dann die Autogrammkarte hier im Querformat unterschrieben. Dann das Shirt hier in der Größe M, wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. Sowie natürlich
das Album, beziehungsweise ja die EP, die Voice of Peace EP mit insgesamt 7 Tracks. Das alles in diesem wunderbaren Bundle Voice of Peace von Kill Is More. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kill Is More unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.